Also erstmal darf ich natürlich auch ganz herzlich erstmal Gerhard Rott begrüßen von der Weltkirche. Wir waren zusammen gewesen, auch in Kenia, und haben die ganzen Partner, die jetzt hier in Deutschland sind, dann auch besucht. Herzlich willkommen. Schön, dass du auch... Schön, dass du auch jetzt hier bei unserer allerersten Veranstaltung dabei bist. Ich denke, du wirst sicherlich wissen, wieso der Start ist. Der ist der wichtigste. Ja, und dann darf ich auch ganz herzlich zwei Comboni-Missionare, den Bruder Aigner aus Ellwangen, vorstellen. Und Pater Josef Germer. Herr Pater ist in der Missionsstation in Uganda und war auch, wie ich gehört habe, viele Jahre in Kenia gewesen. Herzlich willkommen. Es wird gesagt, der Josef Gerner ist quasi eine der Legenden der Missionsgeschichte des Bistums Eichstätt. Fast 50 Jahre ist er jetzt im Einsatz. Und jetzt 87, ja? 87 und noch. Geht demnächst wieder runter. Also, das ist missionarisch. So, unsere Domitila begrüße ich gleich. Entschuldigung, jetzt ganz links. Ich muss ganz rumgucken. Pfarrer Förster darf ich auch ganz herzlich begrüßen. Pfarrer Förster ist Pfarrer in Etting und er ist auch Mitglied bei uns im Internationalen Solidaritätswerk, also unserem Partner, KAB mit der Christian Workers Movement. Und er ist selber ganz viel in Kenia tätig und Kaplan dort. Nicht mehr. Nicht mehr, aber die ganze Zeit den Status eines Kaplans, so war es, glaube ich, richtig gehabt, gell? Ja. Also mit sehr viel Erfahrung auch von Kenia. Also ihr seht, wir haben hier ganz viele kompetente Leute hier dabei. Ich glaube, das wird heute sehr spannend werden. Jetzt seht ihr ein Bild von Domitila schon mal. Und dann seht ihr einen Text. Danke. Einen Text, das ist eine Mischung von Kiswahili und Englisch. Und ihr werdet gleich sehen, wir fangen an mit einem Lied. Und wir kommen gleich von draußen rein. Und ihr hört den Text, der wird dann gesungen. Der Text ist ganz einfach zu singen. Und ihr könnt einfach, wenn ihr Lust habt, mitsingen. So werden wir gleich anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß heute Abend. Achso, vielleicht noch eins. Also es geht der Vortrag zunächst mal. Der dauert so, sage ich jetzt mal, 40 Minuten. Und danach ist Feuer frei für Fragen. Viel Spaß. Thank you.
So, wir werden, Domitila wird jetzt die Kerze anzünden. Das ist die Kerze, die uns die ganze Zeit begleiten wird auf unseren Vorträgen und Veranstaltungen. Und wir haben heute den Eröffnungsabend. Insofern wird die Missio-Kerze jetzt angezündet werden. So, und weiter geht es, indem Domitila ein Gebet mit uns sprechen wird. Und zwar ist es unser KAB-Gebet. Ihr kennt das, die meisten von euch. Wir beten das immer vor unseren Veranstaltungen. Und heute hört ihr es mal auf Englisch. We can stand for the prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, we bring you our day, our work, our arguments, and our struggles. What makes us happy? What makes us feel good? But also, what makes us our lives difficult? Let us, as we all, our sisters and brothers, in our spheres of life and in the world of work, think like you, work with you, live in you. Give us the grace to love you with all our heart and to serve you with all our strength. Your kingdom come to our workplaces, into the families, the factories, the workshop, the offices, in our homes. Grant that all who are in danger today may abide in your grace, in your love. Bless all who have special need of you today. Bless those who are in work and those who are looking for work. Bless the children and young people. Sanctify us and our family. A moment of silence, in case you have a prayer, you can just pray by heart. Blessed Nicholas Great and Blessed Marcel Carlo, pray for us. Mary, our mandriac and advocate, pray for us. Lord Jesus Christ, grant your peace to the departed. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Stay here. Okay. Ich will nur ein paar Worte sagen. Die beiden stellen sich gleich selber auch vor. Also, einmal habt ihr die Domitila gerade gehört. Hier haben wir jetzt neben dann die Hannah Heim. Ein Guardian Angel, wie es heißt, ihr Schutzengel. Das heißt auch ihre Übersetzerin und natürlich passt sie auch auf die ganze Zeit, auch Domitila. Wir haben uns zweimal schon kennengelernt in Kenia und ich war auch sehr beeindruckt gewesen von der Arbeit, die sie gemacht hat. Da wird sie aber nachher sehr viel selber erzählen. Und dann kam letztes Jahr die Anfrage von Gerhard Rott. Wir haben noch eine Partnerschaft mit Kenia. Ob wir da jemanden haben. Und ich will sagen, es war gar nicht lange, die Entscheidung ging ganz schnell, dass Domitila als Repräsentantin von CWM Kenia zu uns kommen soll. Ich denke mir mal, ich gehe gleich weiter, weil die zwei starten und dann wird es spannend werden. Viel Spaß. Etwas nervös, aber das wird sich bestimmt gleich einrenken. Sie freut sich auf jeden Fall schon mega hier zu sein. Wir fangen jetzt einfach mal mit mir an, dann kann sich damit hier etwas beruhigen, dann wird das auch wieder besser. Machen wir nur, dass das funktioniert. Ja. Wenn es anscheinend funktioniert es vielleicht auch. Nur vielleicht. Wenn nicht, muss halt irgendjemand hoch. Ah, ich lasse mal. Okay. So,
wir sind heute hier. Ich werde auch nicht allzu lang reden, schließlich wollen wir die Domitia heute reden hören und nicht mich. Ich bin nur ganz schnell, stelle ich mich selber vor, wie der Andreas es schon gesagt hat, ich bin die Anna Heim, ich bin von Mission hier als Praktikantin und als ihr Schutzengel. Das ist ein Programm, das mir einfach jeden Gast jemanden zur Seite stellen, der ein bisschen nicht nur die Sprache übersetzt, sondern auch die Kultur und einfach ein bisschen aufpasst, dass unsere Gäste hier im großen, weiten, wilden Deutschland nicht verloren gehen. Als nächstes möchte ich einfach nur ganz kurz was über Missio sagen. Vielen ist das bestimmt schon im Begriff. Missio ist das päpstliche Hilfswerk. Wir agieren theoretisch weltweit, allerdings in Deutschland gibt es relativ viele Hilfswerke. Das heißt, wir von Missio begrenzen uns auf die Gebiete Asien, Afrika und Ozeanien. Unser Leitspruch, der da jetzt oben eigentlich steht, oder das heißt A13. Genau, wir sind ein katholisches Hilfswerk und unser Ziel ist es, Ortskirchen zu stärken. Das heißt, dass wir nicht vorhaben, einfach irgendwo in Land zu gehen und vorzubeten, wie irgendwas besser zu sein hat, sondern dass eine Ortskirche selber Beispiele und Vorschläge bringen kann und wir die dann, wenn wir dann die Mittel haben, die gerne unterstützen, um die Ortskirchen vor Ort zu stärken, dass die dann ihre eigene Arbeit tun können. Super. Wie ich schon gesagt habe, wir arbeiten in der Welt, vor allem in Ozeanien, in Asien und in Afrika, wo wir jetzt auch einen Gast da haben. Dort unterstützen wir über 770 Projekte momentan. Also, es kann mehr sein, aber das ist doch schon eine ganz ordentliche Nummer. Freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir ihn unterstützen können. Wir haben aber noch einen zweiten Auftrag, außer dass wir eben weltweit die Projekte unterstützen, haben wir auch den Auftrag oder uns die Aufgabe, dass wir vor Ort auch in Deutschland die Bildung stärken. Das ist auch ein Grund, warum wir heute hier sind. Zum einfach das Wort weitertragen, was wir denn eigentlich tun und ein bisschen die Beziehungen zwischen Gläubigen weltweit zu verbessern und überhaupt erst aufzubauen und entstehen zu lassen. Okay. Dann, heute sind wir hier genau als im Bildungsauftrag, da wir einfach auch etwas in der Weltkirche zu euch tragen möchten. Aber das Ganze hat natürlich auch einen Anlass, und zwar der Anlass wird am 23. Oktober der Weltmissionssonntag sein. Und auf den bereiten wir jetzt im Prinzip den kompletten Oktober schon vor, in den Weltmissionsmonat. Für den haben wir jetzt auch unsere Gäste da und werden einfach über diesen Monat versuchen, möglichst viel von unserer Kultur den Kenianern nahezulegen und andersrum möglichst viel über die kenianische Kultur zu erfahren und weiterzutragen. Okay, aber jetzt habe ich auch genug über mich selber gesprochen. Ihr seid alle nicht gekommen, um Anna Heim reden zu hören, sondern jetzt gebe ich das Wort weiter an die Domitilla, die sich dann selber vorstellen darf. Guten Abend. Okay, I introduce myself first. My name is Domitilla Moeluka-Luki. Also ich stelle mich jetzt erst vor, mein Name ist Domitia Moeluka-Luki. And I'm a Kenyan citizen. You can see by the hand, Kenyan. A Kenyan citizen who is tirelessly working towards building my nation. Ich bin eine Kenianerin, wie man an meinem, also ihrem Armband gut erkennen kann, und ich arbeite ständig daran, mein Land zu verbessern. And I'm a practicing Catholic, working towards taking the mission of Christ to all strata of life. Ich bin eine aktive und sehr stark gläubige Christin und ich arbeite ständig daran, das Wort Christi in alle Lebensbereiche zu tragen. Okay, I'm a family person. I'm married to Joseph. I can see there are so many Joseph here. My husband is called Joseph and we are blessed with 3 children, 2 sons and 1 daughter. Ich bin eine Familienperson, ich bin verheiratet mit Josef. Ich kann hier einige Josefs sehen, somit kann er sich in die Reihe eingliedern. Und wir sind mit 3 Kindern gesegnet, 2 Söhnen und 1 Tochter. Okay, on top of that, I'm a catechist by profession and currently I'm working with the Catholic Diocese of Muranga as the senior catechist.
Und zusätzlich zu alledem bin ich Katechistin von Beruf und momentan arbeite ich in der Diözese von Moranga als die führende oder leitende Katechistin. Okay, on top of that, I'm also a member and a leader of Christian Workers Movement Kenya, Moranga and KEBI are our partners. Des Weiteren bin ich eine führende Person, eine leitende Person im Christian Worker Movement Kenia und wir sind Partner zum KAB Deutschland, Eichstätt. So, and I'm very grateful to God for this chance. It's not a simple chance for me to be in Germany. In fact, I tell you it's a miracle. It's a miracle for Domitila to be in Germany. So I'm just very grateful to God for this chance, and I'm here to share my life with you and also to get some experiences from you. Ich danke Gott für die Chance, hier in Deutschland sein zu dürfen. Für mich ist das nichts Gewöhnliches. Ich danke Gott dafür. Ich nenne es ein Wunder, dass ich hier sein darf und fühle mich einfach sehr dankbar Gott gegenüber, dass ich jetzt hier sein darf. I think that is the short history of Domitila. Ich glaube, das ist die kurze Geschichte von Domitila. Kein Land der Welt exportiert so viel Tee wie das ostafrikanische Kenia. Auch hier in der Region Muranga, nördlich von Nairobi, gehören die Felder meist Kleinbauern. Sie pflücken den Tee gemeinsam mit ihren Arbeiterinnen von Hand. Verarbeitet wird er dann in der nahen Teefabrik. Die christliche Arbeiterbewegung ist sehr wichtig. Unser Motto ist: Sieh, urteile, handle. Ich wende das tatsächlich an in all den unterschiedlichen Situationen. Nicht nur der Anbau von Tee ist schwere Arbeit. Feste Jobs mit sicheren Einkommen haben in Kenia nur wenige. Die christliche Arbeiterbewegung kämpft daher für faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Dort engagiert sich auch die Katechistin Domitila Muelo Kaluki. Am glücklichsten bin ich, wenn ich Menschen helfen kann, denen es sehr schlecht geht. Das Evangelium sagt uns, dass das der Weg ist, Gott näher zu kommen. Heute besuchen Domitila und ihre Kolleginnen eine Gruppe älterer Frauen aus den Dörfern, die sich Golden Girls nennen. Sie treffen sich einmal in der Woche, um gemeinsam zu singen und zu tanzen, Körbe zu flechten und zu plaudern. So, my main challenge is the means of transport. Manchmal muss ich sehr entlegene Orte aufsuchen. Ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Es ist nicht genug Geld da, um ein Auto zu mieten. Das ist meine größte Herausforderung. Aber es gibt noch etwas. Ich arbeite so viel, dass ich manchmal völlig ausgelaugt bin. Until you feel you are worn out. Auf dem Weg zu einem Krankenbesuch. Der krebskranke Peter Muhiri hat Beine verloren. Er lebt alleine und ist komplett auf die Hilfe seiner Nachbarn angewiesen und auf Menschen wie die Katechistin Domitila. Sie besucht ihn, hört sich seine Sorgen an und betet mit ihm.
Manchmal will ich einen kranken Menschen besuchen und habe einen Korb voller Essen dabei. Dann muss ich feststellen, dass er nicht einmal ein Dach über dem Kopf hat. Was können wir also tun? Wir können die Gemeinde aktivieren, die ihm eine einfache Unterkunft baut. We have so many problems in the community. Wir haben in unseren Gemeinden viele Probleme. Die Priester alleine können das gar nicht schaffen. Darum ist die christliche Arbeiterbewegung so wichtig. Wir packen die Herausforderungen an. Das ist auch die Botschaft, die die Katechistin den Kindern an den Schulen weitergibt. Nicht darauf zu warten, dass die Dinge von alleine besser werden, sondern auf Gott vertrauen und selbst anpacken. Das war jetzt mal zum ganz kurzen Überblick, dass ihr auch mal sehen könnt, wo die Dorothea denn unterwegs ist. Und sie wird jetzt aber natürlich wird das noch genauer berichten, was sie denn vor Ort tut. Okay, some of the work I usually do as a catechist there, I can classify it into 5 categories. So the first category is the catechetical programs. In the catechetical programs is the way I do teaching, is teaching faith. Also meine Arbeit als Katechist kann ich im Regelfall in 5 Kategorien aufteilen. Die erste Kategorie ist meine Arbeit, also meine katechetische Arbeit, das bedeutet die Religion lehren. So I teach in secondary schools, primary school, the universities that around the my area. I usually go for catechesis classes and it's an ongoing process that takes about 18 months to 2 years. Also ich gehe in Schulen, sowohl in Grundschulen als auch in weiterführende Schulen und unterrichte dort. Und ich habe auch ein Programm, in dem ich zukünftige Katechisten unterrichte. Das dauert circa 2 Jahre, 18 Monate bis 2 Jahre. Around every 2 years we have around 800 people being baptized, others confirmed, others receiving the sacrament of marriage. Ich bereite auch die Menschen eben auf die Sakramente vor. Und circa alle 2 Jahre haben wir rund 800 Menschen, die unterschiedlichste Sakramente erhalten, zum Beispiel die Taufe, Erstkommunion, Konfirmation und Ehe. Ja, Ehefirmung, wir sind katholisch. Okay, the other program we have, I usually have, is the program for the infant baptism program for the small babies. Das nächste Programm, das ich habe, ist das Säuglingstaufprogramm für Babys. Ja, where the parents come for instruction and they take a period of 3 months for the children to be baptized. Die Eltern kommen dann zu mir, um Anweisungen und Hinweise zu bekommen und das ganze Programm dauert ca. 3 Monate, bis die Kinder dann im 3. Monat getauft werden. And after 3 months, more than 50 infants are baptized. Und in jedem 3 Monatszyklus mehr als 50 Kinder werden getauft. Okay, the other program I have is the program for the liturgical apostolate. Die nächste Kategorie, in die ich meine Arbeit aufteile, ist die liturgische Arbeit. Und the liturgical apostolate, I'm always in the cathedral with the bishop, preparing all the masses. The cathedral is busy with masses for the bishop, for the parish and for the local church. So I'm to prepare for the vestment, everything that is needed for the mass, I'm ready there. Also ich arbeite hauptsächlich in der Kathedrale, dort bereite ich die Gottesdienste vor für die Gottesdienste mit dem Bischof und bereite dort alles vor, dass alles rund läuft, den Gottesdienst. Okay, still in that program, we usually have
Okay, still in the program. We usually have, during Mass, we have the procession dances. That one I've not seen here in Germany. But for the Kenyan Masses, we have to have children dancing. So I take them through the practice, I train them for the Sunday services. Also in den kenianischen Gottesdiensten haben wir die Prozessionstänze. Die habe ich bis jetzt hier in Deutschland noch nie gesehen. Und ich unterrichte die Kinder, zeige ihnen, wie sie zu tanzen haben und organisiere, dass die Tänze auch zum Inhalten des Gottesdienstes passen. Also the altar servers are always there for practice. They have to do the practice so that they are able to serve well in Mass. Auch kümmere ich mich um die Ministranten. Ich zeige ihnen oder ich unterrichte sie, wie alles funktioniert, sodass sie dann im Gottesdienst gut dienen können. Okay, still on Sundays, because the parish is too big, we only have two priests. Two priests to serve in 23 churches, so it is impossible. So I'm sent to the other local churches to take the Holy Communion there for the celebration of the Word of God, and then I give the Holy Communion and also to the boarding schools. Also auch sonntags, unsere Diözese oder unsere Pfarrei ist sehr groß und wir haben nur zwei Pfarrer und wir haben 23 kleinere Ortskirchen. Das heißt, sonntags werde ich dann ausgesandt, um die Heilige Kommunion in die Ortskirchen und auch an die Internate zu tragen, um dort einen Wortgottesdienst zu feiern. Okay, the other program I have is the program for the special apostolate, people with special needs. We have the sick, we have the elderly, we have those addicts from alcohol. Genau, die vierte Kategorie, in der ich arbeite, ist die Arbeit mit besonderen Gruppen. Dort haben wir ältere Menschen, wir haben Senioren, wir haben Kranke, wir haben Sträflinge, wir haben Süchtige oder rehabilitierende Süchtige. So the priest is not able to reach the Christian, so I'm always there going to meet them to know that those who are sick, those who need the sacrament of confession, then I can take the report to the priest and then the priest goes for the confession. Da der Priester einfach nicht alle Christen erreichen kann, bin ich eben vor Ort, spreche mit den Christen vor Ort. Und wenn einer vor Ort das Sakrament der Beichte ablegen möchte, dann kann ich eben Wort zurück zum Pfarrer bringen, damit er das Sakrament dann ablegen kann. Okay, I'm also in the office. She's reminding me, I'm always from 8 to 5 in the office, doing the office work, a bit of documentation, writing the cards for those who are baptized and helping the priest in the work there. Also ich habe zusätzlich zu allem anderen auch noch Büroarbeiten zu tun. Von 8 bis 6 Uhr abends bin ich im Büro. Dort mache ich die Dokumentation für die Kirche, schreibe Kaufkarten und mache den ganzen Papierkrieg, der eben anfällt. Okay. I'm also a leader and a member of Christian Workers Movement, Kenya. And this movement is a vibrant movement which aims at bringing all workers to Christ. Ich bin auch ein Mitglied und eine Führungspersönlichkeit in der Christian Workers Movement Kenia. Das ist eine sehr lebendige Bewegung und es zielt darauf ab, alle Arbeiter zu Christus zu führen. Okay, in Kenya, we started in 1980 and now we are having 4,000 members plus, registered members. In Kenia hat die Bewegung in 1980 begonnen und heutzutage haben wir mehr als 4000 Mitglieder. Okay, and we are spread to the 12 dioceses of Kenya. Und wir sind verteilt in die 12 Diözesen in Kenia. And our spirituality is to evangelize through the work we are doing. Unsere Mentalität ist, dass wir durch die Arbeit, die wir tun, das Evangelium weitertragen. Okay, our mission is to empower, because we work in base group. So our great mission is to empower base group, our members, so that they are able to take actions which improves their livelihood. Unser Ziel ist es, dass wir, also wir arbeiten in Ortsgruppen und unser Ziel ist es, dass wir die Ortsgruppen, die Mitglieder der Ortsgruppen stärken, dass sie ihr eigenes Leben dann verbessern können. Okay, and our vision is, through this continuous improvement,
we may embrace justice, peace and solidarity globally. Und unsere Vision ist, dass wir durch diese andauernde Verbesserung des Lebens weltweit Frieden, Zusammenarbeit und Gerechtigkeit annehmen können und verbreiten. Okay, and the movement belongs to men and women who are Christians. Und die Bewegung wird von Männern, von christlichen Männern und Frauen getragen. Okay, what we are doing in Christian Workers, we have some three important interventional ways of addressing our workers' need. Was wir mit der Bewegung tun, wir haben drei Zweige, Abteilungen, die wir uns, mit denen wir uns beschäftigen, mit denen wir die Bedürfnisse der Arbeiter adressieren. The first way is the empowerment project. In empowerment projects, we do it through holding seminars, educating them in exchange programs. Der erste Abschnitt, der erste Zweig, mit dem wir uns beschäftigen, ist die Stärkung von Arbeitnehmern durch entweder Workshops oder Seminare, in denen wir einfach Wissen weitertragen. Ja, yeah, and we do it in the base group. And for 1 year, we can go 3 times a year for the trainings. Genau, prinzipiell wird das in den lokalen Ortsgruppen getan. Allerdings gibt es auch 3-mal pro Jahr Workshops, zu denen man dann gehen kann, oder Seminare, zu denen man gehen kann. Okay, there are interventional ways of addressing the workers' need is the social-economic projects. Der nächste Zweig unserer Arbeit sind die sozioökonomischen Projekte. So they are aimed at increasing the household income. Die zielen darauf ab, die Einnahmen der einzelnen Haushalte, der einzelnen Familien zu steigern. Okay, just an example. We have a greenhouse horticulture. We have poultry keeping for eggs. We have dairy goats for milk and meat. Wir haben Gewächshäuserprojekte, wir haben Projekte mit Milchziegen und Projekte Hühneraufzucht für das Fleisch und auch die Eier. Okay, we also have rabbit keeping. Wir haben auch Beekeeping. And the one that is important we are practicing now is called the HISA, Household Investment Saving Activity. Und ein ganz wichtiges Projekt, das wir jetzt starten und gestartet haben, ist HISA, Household Investment Saving Activity. Sie wird es gleich noch näher beschreiben. So it is saving or pulling our resources together. We put them, then we can get some loans, then we can repay with no interest. Die Idee ist, dass in den Dörfern, in den Lokalgemeinden die Mitglieder ihre Ressourcen zusammentun, um sich dann gegenseitig einen Kredit geben zu können. So CWM is an action-oriented movement because we are there on the ground to take action of the social problems affecting our areas. Also die Christian Worker Movement ist eine tatenbasierte Bewegung, die eben darauf abzielt oder die verlangt, dass eben auch Arbeit geleistet wird, um sein eigenes Leben zu verbessern. Okay. So we can see what Christian Workers we are doing in our area. I am Zakaria Mutoni Akuria, 42 years old and a father of 6. I am a recovering addict and a member of Catholic Workers Movement Kenya. I have a 2-decade history in alcoholism and drug abuse. I started in 1995 as a leisure. It continued as a habit and later into a disease. I met one lady by the name Domi Tira, who works at Catholic Diocese of Murang'a. I happened to meet her when I used to loiter in the streets, drinking, eating leftovers, and all sorts of bad life. And the day we met, she happened to give me her ear, and she decided to help me from there. Ganz kurze Übersetzung zusammengefasst, das ist Zacharias.
Er ist ein Mitglied des Christian Merkur Movements und bis vor einigen Jahren war er Alkoholiker. Und zwar, wie man im Video gesehen hat, nicht nur ein bisschen, sondern er war ständig betrunken und er hat in seinem Leben eigentlich kein Ziel gehabt, bis er ist einfach nur in der Straße rumgelegen, bis dann eines Tages eine Frau namens Domitia vorbeikam und ihm ein hörendes Ohr geschenkt hat, einfach mal Zeit gegeben hat, dass er seine Sorgen und Probleme erzählen konnte und ihm dann bereit war, ihm dann zu helfen. So that is just one example of what we are doing in the base groups. Through the support from the KB, I'm very grateful for you. You might think it's little, but the impact is big. This man was already lost. He is a university student after lack of job, so he thought of drinking and wasting his time. But finally, God converted him, and now he is there to convert more. Also er ist ein Beispiel davon, was wir mit der Christian Working Movement erreichen können. Dafür möchte ich erstmal auch dem KB sehr großen Dank aussprechen. Er unterstützt uns wirklich sehr. Und er war im Prinzip schon eine verlorene Seele. Und mit der Hilfe in unserer Bewegung konnte er in ein Rehabilitationscenter und hat sein Leben umgedreht. Er ist jetzt auch Mitglied der Bewegung und bemüht sich jetzt darum, andere Alkoholsüchtigen zu helfen und sie zu rehabilitieren. Er ist jetzt der Leiter des Rehabilitationszentrums. Okay, there are many cases I come across when going for the apostolate, because I just go with the legs. So I come across so many cases in the area, and you know, in the church, the priests don't have money. They rely with the offertory, with the sadaka. So those cases, I take them to the Christian workers. The ones we are able to solve, we can do it. But the rest, we can refer them to other people who can help. Ich begegne so vielen Fällen wie seinem, wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ich zu meinen unterschiedlichen Aufgaben gehe, wenn ich jedes Mal zu Fuß gehe. Und ich sammle sie auf. Unsere Priester haben nicht besonders viel Geld, aber wir bemühen, deswegen bringe ich sie zu den christlichen Arbeitern, zu den Christian Workers. Und wir bemühen uns, die Probleme zu lösen. Manche können wir direkt lösen, bei anderen versuchen wir sie einfach an passende Stellen weiterzuleiten. Okay, I enjoy doing that work, despite the many challenges I come across. I enjoy the work, and through the support of the people of goodwill, I'm ready to continue working for the greater glory of God. Ich genieße es sehr, diese Arbeit ausführen zu dürfen. Es macht mir große Freude, obwohl wir oftmals große Schwierigkeiten zu überwinden haben. Freut es mich doch sehr, dass ich die Arbeit leisten kann. Und vor allem ist das möglich durch die Hilfe von vielen Unterstützern. Okay, the Pope is always talking of Synod, of Synodality, a working together church. So, these people who are sick, we cannot leave them out there, because we are all one body of Christ. And when this body of mine, one finger is sick, the whole body is sick. So one person who is sick, one person who is an alcohol, so that is one part of the body of Christ that is sick. So we have to go for them, so we can walk together. Okay, der Papst spricht immer von Synodalität, einer Kirche, einer Kirchengemeinschaft, gemeinsam arbeiten. Wenn ich jemanden sehe, der krank ist, dem es nicht gut geht, bin ich im Prinzip dazu verpflichtet, ihm zu helfen. Wenn auch nur ein Teil vom Körper, wenn auch nur mein kleiner Finger krank ist, dann ist der ganze Körper krank. Okay, the Pope is always stressing about the little bit of mercy. Little bit of mercy, just a little. We talk of the corporal works of mercy, feeding the hungry, clothing the naked. So the Pope is emphasizing, little bit of mercy makes the world more just and less cold. Der Papst spricht immer von einem kleinen bisschen Mitgefühl. Nur ein kleinen bisschen. Wenn ich jemanden sehe, der hungrig ist, jemand, der Kleidung braucht, einfach ein klein bisschen Mitgefühl, um ihm zu helfen. Okay. And that is my work. The work of a catechist is to echo the good news to those people, is to give a listening ear to them. They don't need even money. They just need a listening ear to give them hope and to give them future. Also,
Das ist im Prinzip meine Arbeit, das ist, wofür ich mich einsetze, den Menschen einfach ein bisschen Zukunft und ein bisschen Hoffnung zu geben. Ja, vielen Dank, Domitila, Anna. Ich hätte jetzt gesagt, bevor wir in die Fragerunde kommen, machen wir einfach 5 Minuten kleine Pause, weil da ist noch viel auf dem Buffet, da könnt ihr nochmal Nachschlag holen. Was ich auch empfehle, wir können ja gleich nochmal die Pforten öffnen von der Seite. Da gibt es ganz, ganz feine Rohrnudeln mit Vanillesoße und noch ein Dessert, für die, die gerne ein Dessert haben wollen. Ja, bedient euch. Wir machen gleich weiter. Und dazu wird Anna mit dem Mikrofon rumgehen, also einfach die Hand heben, wenn eine Frage hat. Und Anna kommt dann zu der Person, sodass sie ins Mikrofon sprechen kann und Domitila wird dann die Antwort geben. Also Sie haben so begeistert gesprochen von dem Gottesdienst und den Tänzen, die Sie ja da reinbauen passend. Und Sie haben gesagt, oje, wie muss ich es halten? Sie haben gesagt, Sie haben es bei uns noch nie gesehen, ich auch nicht. Und jetzt würde ich es so gern sehen. Könnten Sie zumindest so Ansätze davon zeigen? Bitte. So, you've spoken so passionately about dances in the church, liturgical dances, and she hasn't seen any of them here either, so she wants to know if you could show a little bit of a dance for us. Just right now? Yes. Right now? Yeah. Das dir zur Seite steht bei diesen vielen Aufgaben. Das ist ja ein Wahnsinnsprogramm.
How big is the team that helps you with all those tasks? Oh, the team. I don't have the team, I just organize myself. So in the morning I report in the office. Then after I report in the office, I know from the afternoon time I'm going to such and such person. If it's for mass I usually prepare in the evening before I leave from work, is when I prepare. The parish has no money to pay many workers, so I do it alone. So the rest that can help us, they are not ready to do any voluntary work. They need money, because life is all about money. Also ich habe kein Team, das mir da regelmäßig hilft. Bei mir geht es wirklich darum, dass ich mich einfach gut organisiere. Ich komme morgens ins Büro, arbeite dort und nach Arbeitsende bereite ich die nächsten Gottesdienste vor. Die Pfarrgemeinde hat einfach nicht besonders viel Geld und kann sich somit auch nicht mehr Arbeit leisten. Und Freiwillige finden sich nicht allzu viele, weil die einfach auch selber Geld verdienen müssen. Okay, for now that I'm here, the liturgy, the masses are daily masses. We usually have 6:45 masses early in the morning. Then between the day we have masses. So I have engaged some university students. They are just my friend. So I requested them to be going in the mission and arrange the masses. And so when I go back, I have to give them something because that is my responsibility. Also für jetzt, während ich da bin, habe ich ein paar Universitätsstudenten, die mir aushelfen. Das sind Freunde von mir, die ich auch unterrichtet habe, die mir aushelfen und im Prinzip meine Aufgaben übernehmen. Wir haben täglich einen Gottesdienst um 6 Uhr, um 3.07 Uhr. Und die organisieren das jetzt alles, während ich weg bin. Und wenn ich zurück nach Kenia komme, werde ich ihnen auch etwas geben. Das ist einfach meine Aufgabe. Ja, ich glaube, man muss ein paar Fragen anfangen, dann bricht das Eis, dann kommen noch viele mehr Fragen. Ich war ja zweimal schon in Kenia gewesen, wir haben uns zweimal kennengelernt gehabt. Und bei dem letzten Besuch, vorletzten Besuch 2017, hatte ich gesehen, du hattest drei Basisgruppen gegründet und eine davon war eine für Männer gewesen, die keine Arbeit hatten. Und die hatten damals Arbeit gesucht gehabt. Ja, wenn keine Arbeit da ist, kannst du auch nicht hexen, kannst einfach Arbeit zaubern. Das war eine sehr schwierige Situation, die du mir erzählt hast. Und dann habe ich dich gefragt, ja, was macht man, wenn man auch mal einfach solche schwierigen Situationen erlebt? Dann hast du gesagt, da gibt es auch die CWM, die Leitung und die machen Gespräche. Erzähl vielleicht darüber mal, wie so etwas ist, weil es läuft ja nicht alles perfekt. Manches läuft sehr schwierig. Das fand ich interessant. So that the other people dare to ask questions. He's just asking one, like when he was in Kenya, it was three times. He's seen you three times already, and when he was in Kenya in 2017, we've just founded three base groups for the CWM, and one of them was just for males who didn't have work yet, and for men who didn't have work yet. And, well, you couldn't just magically make some work appear, so that must have been a really difficult situation. Could you explain about how you deal with something like that? Like you found that group for men who didn't have work, but you just couldn't make work appear. Like, how did you help those people? Those are men who didn't have work, so... What did you do with that base group to support them? Okay, what we are doing for so far, I said we are only practicing the HISA activity, the household investment saving activity. The members, those who are able, we usually contribute a little amount of money, then we invest, then after a certain period, we take as loans, but with no much interest. So those men, sometimes we can just take the money and we help them. Also, was mir zum Beispiel dieser Männergruppe helfen können, ist über das HISA-Projekt, über das wir ja vorher schon gesprochen haben, in dem wir alle etwas einzahlen, dass dann eben manche dieser Männer daraus einen Kredit haben können und sich somit dann hoffentlich eine Zukunft aufbauen können.
mehr Fragen? Ich glaube, wir müssen das Hisa noch mal ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Wir kennen das so ein bisschen was, aber schon Kleinkredite, aber ich glaube, so wie es geht, wissen wir nicht. Do you can explain us about Hisa, how it works and how the activities are, how they come together, bring the money together and share the money. I think you have to explain us. We know only from banks here and it's quite different to your situation. Yes. So it's quite different. It's quite different because it's when now we are trying to come up. Eh? So we are starting. Before we were doing a bit of table banking, we could give, everyone could give 100, then we could give one person. But for Hisa, we take, then we save, we put it in account for some time. Then when the money accumulates, the members, especially those in need, are able to come and we can give them loans. But not much, you don't have much money. But what we are trying to do, we are initiating more base groups so that the more the base group, the more the money we are going to get. And slowly, slowly, we might open a big circle or a bank. But for now, it's when we are in the bottom, starting coming up. Also mit Hisa versuchen wir jetzt eben dieses Kredit und dieses eigenständige Kredit geben etwas besser zu machen. Davor hatten wir sogenanntes Table Banking, also dass im Prinzip, wenn jemand etwas Geld brauchte, man einfach direkt was dazugegeben hat. Wobei wir jetzt eher versuchen, dass jeder eben ein kleines bisschen dazu legt und man es dann einfach anspart. Man spart es an, man sammelt immer wieder etwas ein, dass man dann einfach eine Summe ansparen kann. Und wir versuchen auch immer mehr Basisgruppen, also immer mehr Lokalgruppen dazu zu animieren, da mitzumachen, dass wir irgendwann vielleicht genug angespart haben, dass wir auch einen Account, also ein Bankkonto im Prinzip damit eröffnen können. So, I usually meet twice per week. Probably 4 times per month. Then we do the saving of the money. Then we put in the account. And then the same money, in case I come across a needy case, the same money I go and share with the members. And then the same money is the one we take and go to help. Also wir treffen uns 2x die Woche circa. Und dort sammeln wir eben einfach so viel, wie jeder dazugeben kann, zusammen und sparen das an. Und wenn wir dann jemanden in der Gemeinschaft haben, der Bedarf hat, der Unterstützung braucht, dann können wir ihm eben einen Kredit geben und ihn dadurch unterstützen. Hat das etwas erklärt? In Ihrer Heimat, was gibt es da eigentlich für Arbeitsmöglichkeiten? Also welche Arbeitgeber gibt es da oder gibt es da Industrie oder sind da alle arm oder gibt es da auch reiche Leute? So in your region where you're living, Moranga, what kind of jobs are available there? Like is there a big kind of industry? Is there a special kind of industry? Are there some rich people as well or is everybody kind of not really well off? Okay. In Murang'a, we are composed of 2 counties, the Kirinyaga County and Murang'a County. In Murang'a haben wir, also Murang'a ist aufgeteilt in 2 Landkreise, Kirinyaga Landkreis und Murang'a Landkreis. The father is here, he knows the place. He was in Kirinyaga, you are sharing with him, so he knows. 2 counties, Kirinyaga County and Murang'a County. And the population is 1.67 million people. Also, Pfarrer hier drüben kennt sich da aus. Er war, glaube ich, in Kuranga. Genau, die Bevölkerung dort sind 1,6 Millionen Menschen. 1,67 Millionen, Entschuldigung. That's the population. And 6 or 8 are Catholics. The rest are traditionalists and Muslims. Also ca. 600.000 davon sind Katholiken, alle größte Teil der anderen sind muslimisch oder traditionell, also haben traditionelleren Glauben.
So generally we don't have the industry, we are farmers. Just the normal farmers. She has seen plucking the tea. For me in my area, we do farming, maize, beans, so there are no factories. Also wir haben keine große Industrie bei uns in der Region. Wir sind im Regelfall eigentlich alle Bauern, Farmer. Ihr habt vorher die Teefelder gesehen. Wir haben eine sehr große Teeindustrie. Wir pflanzen aber auch Mais und Bohnen an. But we still have probably five rich. She's asking whether we have rich people there. We have around 5 or 10 rich people left with a lot of money. They are the owners of the bank. Only 5, but the rest. Also von diesen 1,67 Millionen haben wir vielleicht 5, maximal 10 reiche Menschen. Und das sind die Bankbesitzer. Ich habe eine Frage, die jetzt nicht direkt mit Ihrer Tätigkeit zu tun hat, aber es geht um die allgemeine Entwicklungshilfe, die zum Beispiel auch die Bundesrepublik Deutschland leistet. Haben Sie davon schon was gehört oder haben Sie auch Projekte in irgendeiner konkreten Form gesehen, wo man auch erkennen kann, dass Entwicklungshilfe auch ankommt in einem Land, in Kenia? Okay, this question isn't directly connected to your work. The question was not just Germany, but also Germany is sending a lot of money to other countries, also Africa. In Kenya as a development aid, did you see some projects led by the government in your region? From Kenya? Yes. Only the little you get from KEBI, that one I know. That one is the one I can give evidence, no other money I know. Also, Sie kennen jetzt aus Ihrer Region jetzt nur die Arbeit von der KAB und von keinem anderen Projekt. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie eine Pfarrei sind mit 2 Priestern und 23 Gemeinden. Eine Herausforderung natürlich, wie bei uns in Europa mittlerweile. Frage ist, wie läuft das religiöse Leben, das kirchliche Leben in den Gemeinden, wenn Priester nur sehr selten vorbeikommen können? So, as you said before, you are in a parish with just 2 priests but 23 local churches. So how is the daily life for the Christians going if there's so rarely a priest to be seen? Daily life of the Christians without a priest to be seen all that often. First, I'm just very grateful to the priest, the 2 priests, the Komboni priest. The Komboni in Karibangi parish are the one who nurtured my vocation as a catechist. So I'm just very grateful to you. If it was not for the Komboni, I could not be a catechist. So I'm just thankful. So the life of the activities. Often, the Komboni fathers. They are the Komboni priests, and they are the ones who nurtured me when I was a young person. I could go in the mission there in Karibangi. I could go in the hospital. So I was admiring that life. And then the priests are the ones who encouraged me this far. Ich hoffe, ich schlachte das Wort jetzt nicht. Die Komboni? Komboni? Die Komboni Priester vor Ort in der Diözese haben ihr sehr geholfen und haben sie auch dazu unterstützt und ermutigt, Katechistin zu werden. Yeah, it was during the time of Father Mario Ponto, Father Alex Zanotelli. They did great. So I'm very grateful. So the life of the Christian, my area is big. Cathedral is quite big. And with 23 prayer houses. Also, das war während der Zeit von, ich bin super schrecklich mit Namen, zum Priestern. Und unsere, wie gesagt, unsere Ortsgemeinde ist sehr groß mit 23 Ortsgemeinden. Okay, then, if we are lucky, we get 1 deacon because of the bishop. And the daily routine, we usually have Thanksgiving masses. The Christian come and book in the diary the Thanksgiving masses. So the priest has to go around 3 masses daily.
You can go three, then one for funeral, depending with the diary. So that's why we are saying he's very busy going for masses. So that's why he's not able to go and meet the sick people, those in need. Also der Pfarrer geht täglich zu drei Messen, deswegen sagen wir auch, dass er sehr, sehr beschäftigt ist und hat deswegen auch keine Zeit, sich eben auf Krankenbesuche aufzumachen und diese besonderen Gruppen zu besuchen. So the program is quite, it is scheduled very tight with activities running here and there. Morning masses, they go 6:45, they go in school. The schools around. The priest has to go to three schools. If it's the community, he has to go to three community. But he's not able to go to all of them. So some local church might take a month for them to see a priest. Also der Stundenplan ist, oder der Plan des Priesters ist auch sehr voll und er geht morgens zu bis zu drei Schulen, um dort eben entweder einen Gottesdienst zu feiern oder das Schulunterricht, Dankeschön, zu halten. Okay, and they usually have 2 days to see the priest in the office. Tuesdays and Fridays, the office days, to come and see the priest, book the masses, and even the meetings, the leaders meeting in the parish. Leaders. Tuesdays and Fridays. Ja, also wenn man den Pfarrer sehen möchte, gibt es nur 2 Tage, an denen er überhaupt im Büro ist, und das ist dienstags und freitags. So the best thing for Christian, the earlier you book, the better. Because if you delay, the year will turn to the other year without the services. Und wenn man irgendeinen Gottesdienst eben haben möchte, auch eine Hochzeit oder so, dann sollte man möglichst früh buchen. Sonst kann es sein, dass man erst im nächsten Jahr einen Termin für eine Messe, einen Gottesdienst erhält. Okay, but lucky enough, the ones that have taught catechesis, we have like 10 in the seminary, 50 years. So very soon, God willing, they might become priests, then the number might increase. Yes, I have many new about that one. Okay, zum Glück durch unsere katechetische Arbeit in der Diözese haben wir einige interessierte junge Männer, 15 momentan, die auch Katechisten sind. Und wenn wir viel Glück haben, vielleicht auch irgendwann Pfarrer werden. So. Ja, noch eine ergänzende Frage. In Kenia hatten wir in den Elendsvierteln vor allem die Erfahrung von den sogenannten kleinen christlichen Gemeinschaften. Die waren quasi der Motor unserer Gemeinde. Wie weit ist diese Erfahrung auch in Muranga oder auf dem Land möglich? So, my experience in Kenya was that the small little local churches were the basis, the engine for the Christian life. So, how far is that possible, or how far is that true in Muranga? Small Christian communities, like what's there, how far are they from Christian life? Okay, so in we call them the small Christian communities, is where the Christians are. So in every small Christian communities, we have leaders there. And the priest, he prepares program for the small Christian community. So the leaders are the ones to come in the mission. Then they are taught, they are empowered, then they go to teach the rest. In the local churches on Sunday mostly, we have some acolyte lay people like me who are sent to take the services there, the acolyte and the catechist. They are sent on Sundays. But in the local churches, in the small Christian community, the leaders are the one. In case there is any need, so they come through me, then to Father. In case there is need. Also in den kleinen christlichen Gemeinden, in denen der Pfarrer eben nicht ganz so oft vorbeischauen kann, haben wir Anführer, haben wir Leiter. Dankeschön, haben wir Leiter. Und der Priester bereitet für sie im Prinzip einen Plan vor
Und die Leiter der Gemeinden führen dann im Prinzip das christliche Leben vor Ort an. Und wenn ein Bedarf an einem Priester ist, dann gehen diese Leiter eben durch Domitila, durch die Katechisten, geben sie die Nachricht weiter an einen Pfarrer, dass der dementsprechend zu ihnen kommen kann. Aber im Regelfall sind es eben die Leiter, die das christliche Leben vor Ort organisieren und auch Sonntagsgottesdienste, da die Priester einfach nicht in alle kleinen Ortsgemeinden kommen können, wird dann oft als Wortgottesdienst von den Katechisten durchgeführt, die dann die Heilige Kommunion vom Priester von der Kathedrale aus mit sich bringen. Okay, and in case of any need, probably a Christian has died, so the leaders are the ones to come and report to the priest, then they can organize for the funeral. And they are always calling me in case there is something in the small Christian community or in the area, then I can inform the priest. Und im Fall, dass eben jemand in kleineren Gemeinden stirbt, wird es auch wieder über den Leiter an den Priester oder über Domitia als Kontaktperson an den Priester weitergegeben, dass Bedarf ist, dass der Priester auftaucht. Okay, still the small Christian communities are the ones who take active participation in liturgy, because every Sunday we have one small Christian community that will be in charge of everything, the procession, the reading, all that. Aber die kleinen christlichen Gemeinden, also die kleinen Ortskirchen, die haben trotzdem große Bedeutung. Sie sind diejenigen, die, also für jede Woche eine andere Gemeinde ist für die Liturgie und die liturgischen Tänze verantwortlich. Okay. When we also organize for the blessing of the homes, we do with the leaders of the small Christian community. They are the ones to come and pick us, then with the priest, and he goes blessing the homes of the Christians. Okay, und wenn es darum geht, Segnungen für die Zuhause von Christen auszusprechen, geht es auch eben über die Leiter und die Katechisten, dann wird das Wort weitergetragen und dann gehen die gemeinsam zu den Ort, zu den Orten, zu den entsprechenden Gebäuden. Lots of questions. How was it in holidays, Deutsch, in church Deutsch. Holidays? Stefan, in Deutsch. In Deutsch bitte, Sie übersetzt. Machen Sie bitte in Deutsch. Wie ist es eigentlich bei euch in Kirchenfeiertag wie Weihnachten oder Ostern, die Gottesdienste? Ist da ein Gottesdienst für mehrere Gemeinden in einer Kirche oder wird das da bei euch so gemacht? Like with the big Christian holidays, for example Easter or Christmas, is it that there's one big celebration in one of those local churches and the communities around visit this church, or how is it done? So during the big celebration like Easter, we divide them into zones. So we have five zones. Each zone may be composed of five churches. So in the zone, the priest goes there and they assemble in the center. So in my area, they come like five churches in cathedral. The other zone, five churches in certain, the one that is the center. They assemble there for the mass. So, also mit den großen christlichen Feiertagen, zum Beispiel Ostern, wird die Pfarrei in Zonen eingeteilt, in fünf Zonen, und dann wird jeweils die Messe im Zentrum dieser Zone gefeiert. Für mich wäre das in der Kathedrale. Gibt es für die Kirche in Kenia die Möglichkeit oder wird es gemacht, dass sie ja politischen Einfluss nehmen, um die Lage für die Menschen zu verbessern? Does the church in Kenya have the power or is it in a situation where they can influence politics to better the life of the community? Okay. They have a right to do that because they are the eyes of God, but they don't have that much powers to the government to give out the money. They can suggest, but they cannot force. Also, sie haben prinzipiell das Recht, Vorschläge einzubringen, aber die Kirche an sich hat keine allzu große Macht. Sie kann Vorschläge bringen, aber sie hat wirklich keine Power dahinter, um etwas zu erzwingen.
bin mir nicht sicher, ob ich jetzt vielleicht eine indiskrete Frage stelle, aber wenn ich mir den Flyer anschaue, wo die Domitila drauf abgebildet ist, dann sehe ich eine sehr hart arbeitende Frau. Wenn sie erzählt, wie viel Zeit sie investiert in ihre Berufstätigkeit. Ich meine, sie hat ja 3 Kinder. Wie handelt sie das im Alltag mit der Familie? Ja, hier kommt die Frage. Mach du. Okay. Like one question, a little bit more personal. Like if you look at those flyers and listen to your presentation, we see that you're working really hard. You're working a lot, but you also have 3 children. How do you manage like your work life and still being present for your kids? Okay. I remember in the introduction I told you I'm a family person with 3 children. In fact, it's 4. My husband is the firstborn. And then the 3 ones. I don't know how I do it, especially when they were young. I used to go to run every up and down, and nowadays they are big. They are able to help some duties. But they were young, it was a lot of work. And I managed. How I managed, I cannot tell. And the funny thing, I've never gone to hospital but because I'm sick. That is the funny thing. But I'm always running up and down, up and down. And sometimes they do help us. They love the work of the church. So many times I've taught them how to go and organize for the mass. So when I'm busy, when they are from school, they come through the church and they ask, Mommy, can we help you? Then they do. They know. And they also teach catechesis. The first one can teach. Okay, also ich habe bei meiner, also als ich mich vorgestellt habe, ja gesagt, ich habe 3 Kinder, muss ich da korrigieren, wenn man es genau nimmt, sind es 4. Mein Mann ist mein Erstgeborener. ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, wie ich das mache. Vor allem jetzt sind die Kinder größer, da können sie sich selber besser beschäftigen oder auch mithelfen im Haus, aber als sie kleiner waren, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, um zu erzählen. Ich war aber tatsächlich in der gesamten Zeit niemals krank, niemals im Krankenhaus. Also irgendwas muss da gestimmt haben. Aber ja. I don't have a house help. I do everything by myself. Ich habe keine Haushaltshilfe, ich mache trotzdem alles alleine. Ja. Danke du. Danke. Ja. Hallo, eine Frage. Bekommst du auch Unterstützung von deiner Familie? Helfen sie dir auch manchmal bei deiner Arbeit? Do you get help from your family? Do they support you in your work? Do you get help from your family? Do they support you in your work? Oh, okay. They are happy, they are happy. The husband of those catechists like me, but in another diocese, in another parish, is a husband like me. So he's there working for Christ, and I'm in the cathedral working. So we are happy doing the work of God, and we are not tired. We are ready to move on with the work. Okay, also mein Ehemann, sowohl als auch mein ältester Sohn, sind beides auch Katechisten, allerdings in der nächsten Diözese, nebenan. Und sie sind sehr froh darüber und machen die Arbeit gerne. Und etwas, was ich sagen muss, was ich vorher beim Übersetzen ausgelassen habe, dass tatsächlich, wenn Kinder merken, dass damit hier sehr viel zu tun hat, sie gerne auch mal zu ihr in die Kirche kommen und fragen, Mami, kann ich dir dann helfen? Okay, but there is one challenge, I remember my firstborn was asking me, you could ask me, no, Mommy, you are, both of you, you are in church, volunteering there, and you are preaching about God and Almighty God. So they were saying, will you be rich one day and have your home and have everything? Because it's entirely volunteering. What you are given is something little. So the man was, because I was asking, would you like to be a catechist? No, 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 no. I would not like, because everything is to volunteer. So, at a time I told him,
the God I preach, one day he will do marvelous to me. So the time I got an invitation to come to Germany, I told them, you see, the God I serve is an almighty God. What is impossible makes it possible. So. Ich weiß noch einmal, als mein ältester Sohn noch jünger war, hat er mich mal gefragt, Mama, du tust so viel freiwillige Arbeit, du bist die ganze Zeit in der Kirche unterwegs. Wann hast denn du Zeit, mal hier zu Hause für uns? Wann bist du mal daheim? Und mir macht meine Arbeit Spaß und ich habe ihm gesagt, ich tue so viel für Gott und für die Gemeinde, irgendwann wird sich das einfach auszahlen. Und als ich dann die Einladung bekommen habe, hier nach Deutschland zu kommen, habe ich zu ihm gesagt, schau, hier ist ein Wunder passiert. Ja. I left him very much happy. I said, how still the God you teach about is an almighty God. And he's able to do anything. Ich habe ihn glücklich jetzt in Kenia zurückgelassen für diesen Monat und er hat verstanden, den Gott, über den ich ihm gelehrt habe, er ist ein allmächtiger Gott. Ja, danke euch beiden für diesen wunderbaren, lebendigen, authentischen Vortrag und das, was ihr auf die Fragen geantwortet habt. Ich wollte noch mal einen Moment jetzt gerade in Erinnerung rufen. Es war für mich ein ganz faszinierender Moment. Da sagt eine Powerfrau aus Afrika, die dort eine Stütze der Kirche ist, zu unseren Missionaren, danke, ihr habt mich überhaupt dorthin gebracht, dass ich das tun kann. Und genau das ist doch eigentlich die Idee auch von Mission. Nicht, dass die Kirche immer Missionare und Missionarinnen braucht, sondern dass die Kirche selbst auf eigenen Beinen steht. Und das war für mich gerade ein echter Gänsehautmoment. Ich weiß nicht, ob ihr beide das auch so verstanden habt. Ist doch klasse, ne? Du hast gesagt, wie sie die Namen gesagt hat von den beiden Kombonis, meine Nachfolger. Ne? Also das ist wirklich... Dann ein zweites, die Frage zu der staatlichen Entwicklungshilfe. Das ist natürlich wirklich die Domitila nicht die Fachfrau. Wir haben ja im katholischen Bereich das Hilfswerk Miserior, das wissen Sie, das ist in der Fastenzeit dran, die auch ganz stark mit der Bundesregierung zusammenarbeiten, weil auch seit den 1960er Jahren jede Bundesregierung, egal ob sie von der einen oder von der anderen Partei gestellt war und jeder Minister oder Ministerin für die Entwicklungszusammenarbeit gewusst hat, besser als der Staat kommt die Kirche an die wirklichen sozialen Brennpunkte ran. Und darum wird ja ein Großteil auch von unserem staatlichen Entwicklungshilfeetat an die evangelische Kirche Brot für die Welt und an die katholische Kirche Miserior, also in dem Fall für Miserior gegeben, weil die sind ja nicht für die missionarische Arbeit, sondern für die Entwicklungszusammenarbeit. Und da kann ich schon sagen, wir haben auch in unserem Programm eine andere junge Frau aus Kenia, die Winnie Mutebu, die zum Beispiel in dem Projekt Hart arbeitet. Und wir haben dort gesehen, wie ein Teil des Projekts von Missio finanziert wird und ein anderer Teil von Miserior eben auch mit unserer staatlichen Entwicklungszusammenarbeit. Also es kommt durchaus auch was an, aber das andere bin ich auch ganz ehrlich und das werden bestimmt die Kollegen aus dem Missionsorden sagen, nur 100% gelingende Projekte gibt es auch nicht, weil wir sind alle nur Menschen und irgendwo klappt auch einmal irgendwas nicht und irgendwo hat man eine gute Idee gehabt, aber es hat sich dann doch nicht so umsetzen lassen. Das muss man einfach auch ganz ehrlich sagen, das gehört zur Realität. Was wir auch gesehen haben, das war auch in dem Film ganz kurz, die Teefabrik, also wo der Tee getrocknet wird, da kommt Fairtrade-Tee raus. Sie sind ja hier in Buxheim, Fairtrade-Stadt, Gemeinde, genau. Und ja, natürlich, das war zur Beförderung, ja, genau. Und demnächst sind wir Erzbistum Eichstätt oder sowas, ja, ja. Dort wird Fairtrade-Tee hergestellt. Und wenn wir den hier kaufen, Fairtrade-Tee, dann haben die Erzeugerinnen und Erzeuger was davon. Also auch wir können alle wirklich durch unseren fairen Einkauf das ein oder andere bewegen. Und das hat man auch wirklich in dem Film gesehen. Wir waren selbst in dieser Fabrik dort, in dieser Tee, ja, nicht die Plantage, sondern die Fabrik. Wir konnten bloß relativ spät am Abend rein, weil an dem Tag ein Inspektor da war von dieser Fairtrade-Organisation. Und wenn die sich alles anschauen, dann können da nicht noch andere Gruppen mit rumlaufen. Also das ist
etwas, was ich auch noch mitgeben wollte. Ja, und dann komme ich schon fast zum Ende. Wer noch mehr über Kenia wissen will, in dem Programm sind noch viele, viele andere tolle Veranstaltungen. Für mich ein Highlight wird am 15. Oktober in Nürnberg sein, da wird die Domitilla auch zusammen sein, auch mit dem Präsidenten von Mission München, Monsignor Huber. Da machen wir eine Podiumsdiskussion über prekäre Arbeit, prekärer Lohn. Also auch für die Kombonis in Nürnberg vielleicht zum Weitersagen. Am 15.10. im Korns, das ist im Programmheft mit drin. Und am Samstag, den 22.10., jetzt mache ich Werbung für die Nachbarpfarrei, da kommt nämlich zum Pfarrer Förster, der wirklich einer der großen Kenia-Liebhaber bei uns im Bistum ist, Charles Sendegeya, auch einer der Missio-Gäste. Er stammt eigentlich aus Ruanda, ist Flüchtling, lebt in Kenia und als Flüchtling hat er sich selbst in der Flüchtlingshilfe engagiert. Und wer also da noch ein bisschen was erfahren will, was Missio in dem Bereich tut, kann ich nur empfehlen, am 22. abends rüberzukommen nach Ettingen. Ich glaube, um 19 Uhr ist es, gell? 19 Uhr. Genau, steht aber auch alles im Programmheft mit drin. Und last but not least, Josef. Ja, lass mich noch einen Satz, sage ich noch. Ich kann nicht warten, mein Herz schlägt höher. Das war meine beste, Erfahrung, die in Afrika gemacht, in Korokocho. Nur Korokocho? Yes. Wir konnten kleine christliche Gemeinschaften aufbauen. Die Leute sind so aktiv geworden, dass wir gestaunt haben, wo wir durch Staunen gelernt haben. Also es war so fantastisch. Und der Hans, der Projekte mit aufgebaut, wunderbare Projekte, mit den Leuten, die waren voll mit dabei. Korokocho, you, oh, okay. Der kann los. Ja, und dann, zu dem Dank, du hast schon übersetzt. Perfekt. Nur noch ein allerletzter Hinweis. Der Andreas Woll hat es schon gesagt. Am 23.10. ist der Weltmissionssonntag. Die weltweit größte Solidaritätsaktion der katholischen Kirche. Alles Geld, was wir in Deutschland sammeln, geht über Missio in die 1000 ärmsten Diözesen der Welt, um die in ihrer Arbeit zu unterstützen. Wer von Ihnen, und jetzt darf ich hoffentlich niemanden abwerben, am 23. nochmal Weltkirche ganz intensiv erleben will, kommen Sie um 10 Uhr nach Ingolstadt in Münster. Da haben wir auch einen großen Chor noch mit dabei aus Nairobi, aus einer Benediktinerpfarrei. Da gehen nochmal auch die Trommelrhythmen ein bisschen anders dann durch die Kirche. Also das noch als herzliche Einladung. Und dann zum Schluss möchte ich zwei Männern danken. Da hinten ganz still steht der Norbert Staud. Er war heuer im Juli für die ganze Diözese, für die Presseabteilung mit dabei auf dieser Reise. Und das ist ja auch ganz wichtig. Wir kommen jetzt hier zusammen, aber dass das weitere Kreise zieht. Wir können morgen allen ein bisschen Leuten erzählen, aber dass es nochmal in der Zeitung steht oder in den sozialen Medien oder Filmchen oder so. Norbert, vielen Dank. Ich glaube, du hast einen Applaus verdient. Und dass das alles geht, dafür steht ein Mann, Andreas Stark, ich ziehe meinen Hut. Vielen, vielen Dank. Super Applaus. Ja, vielen Dank. Ja. Jetzt möchte ich auch noch ein paar Dankesworte sagen. Einmal natürlich auch an Gerhard von der Weltkirche und von Missio, weil ich möchte Danke sagen, dass sie uns auch als KB und damit auch der CWM in Kenia die Möglichkeit geben, einen Gast aus Kenia zu haben. Das ist nicht so selbstverständlich, dafür möchte ich herzlich danken. Und vor allem, was mich halt einfach ganz besonders freut, dass wir mit Domitilla jemanden haben, die wirklich in der Basis arbeitet. Ich habe sie, glaube ich, gemerkt. Sie gehört nicht zu denen, die irgendwo große Führer sind, sondern sie hat die Bodenarbeit bei den Ärmsten und Schwächsten. Und das gefällt mir, dass wir, ich habe auch schon geschrieben in Facebook, sie ist dann eine richtige gute Botschafterin aus Kenia. Und euch beiden möchte ich einfach ganz herzlich danken für euren Vortrag heute. Und ich weiß, auch heute war schon ein anstrengender Tag. Ich habe vorhin gemerkt, auch der Anna gilt ein großes Lob. Ich erlaube mir zu sagen, übersetzt, das ist sowas von anstrengend und man hat so ein bisschen, habe ich gemerkt, oh, jetzt muss aber ganz schön spät, jetzt müssen wir mal Schluss machen, weil ich glaube, das war jetzt echt Power. Nochmals euch beiden ganz vielen herzlichen Dank. Ich möchte aber auch Danke sagen, ihr habt ja gesehen, das Buffet ist auch noch nicht leer, ihr dürft also gerne noch zugreifen. Da haben ganz viele von uns, von der KAB, vom Arbeitskreis,
ganz viel gemacht und auch hier im Hintergrund gearbeitet, in der Küche, den Aufbau, das Management, die Technik. Das war einfach super gewesen. Okay, und bitte da auch einen Applaus für das tolle Team, das wir hier haben. Ja, bleibt einfach noch, unterhaltet euch, fühlt euch wohl, dann auf einen schönen Nachhauseweg. Vielen Dank. Dürfen wir noch die beiden Kombonis mit dazu nehmen? Ja, kommt. Hans, Josef, kommt. Ich habe es auch schon. Ich habe es schon. Ich habe es schon. Ich habe es schon.